So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. Den Horror im Weltall. So, wir sind hier in der Krankenstation. Wir hatten hier ein bisschen eine Covid-Kammerjäger gemacht hier. Denn denkt daran, Leute, wenn ihr euch nicht gegen Covid-19 impfen lasst, dann seht ihr alle aus wie diese Fraggles, die hier rumlaufen. Wollte ich nochmal so erwähnt haben. Also einfach mal Werbung für Impfungen machen. Wow. Da haben die wieder ein Foto von mir genommen. Merkwürdig. Also von meinen Armen, Mann. Ach, die Babykrankenstation. Ja, stimmt ja. Hilfe! Um Gottes Willen! So helfen Sie mir doch! Hilfe! Ah! Tja, sowas habt ihr selber gezüchtet, offensichtlich. Naja. Ja. Ich weiß nicht, wie der so lange überleben konnte mit den Dingern alleine. Allein zu Haus. Aber wir dürfen da jetzt rein, klasse. Boah, wie sie dann teilweise verändert sind. Sehen alle so aus? Nee. Doch, alle haben diesen hässlichen Fressen. Wir haben Geld dabei. Ne, ich hab glaube ich die Kiste zerschossen. Daran lag das. Hörst du das, kleines, missgeburten Baby? Okay. Da fragt man sich, wer es gestört hat. Das Spiel oder ich? Kopf ab. Na, es sind immer dieselben. Aber die Musik ist schon mal sehr idyllisch, natürlich, für die Kinderstation hier, ne? Man bewegt hier irgendwas im Raume und schon wird es zum Albtraume. Schrei doch nicht so. Missgeburt! Okay. Irgendwie werde ich immer ganz schön aggressiv, ne? Nein. Oh, guck mal hier, die Organe hier direkt im Müll. Ah, sieht irgendwie niedlich aus. Aber das kann man auch nur lieben, wenn man die Mutter von dem Kind ist. Das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Ah. Aber ich habe doch eigentlich was... Ach, hier sind wir wieder. Hier oben. Ja, alles klar. Mal flott speichern nochmal. Was? Haben wir hier irgendwo einen Speicher? Nee, haben wir nicht. Wie gut, dann haben wir Pech gehabt. Die auch noch so schreien denn immer, ne? Ah, Moment. Der Tar ist voll, das kann ja nicht sein, wa? Okay, da okay. Was? Wo müssen wir hin? Hier, ne? Dahin, alles klar. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Ne.
Dann hätte ich mich an diese Feuerwehrmannfrau erinnert. Wer knackt denn hier so durch? Wir müssen uns bei der nächsten Runde echt mal so eine Plasmakanone kaufen. Dunkel. Alles wird gut, Junge. Alles wird... Ja. So, nur ging's wieder aufstehen. Sah fast... Guck mal, der wurde auch überall weggesnackt hier. Der Brustkorb ist da frei und so. Auch Höhle. Geht nur laut, ne? Ah, unsere Werkbank. Wir hatten diesmal wieder was. Und zwar bin ich dafür, dass wir... Was macht der da? Hat er jetzt was gemacht? Luft? Damit wird unser Anzug stärker. Ja, alles klar. Wie war das gleich nochmal? Mit Angesehen. Da ist auch jemand drin. Nein. In die andere Richtung, du Hund. Genau. Was? Das war skurril. So ganz ohne Kopf weiterwandern ist schon echt ein bisschen merkwürdig dann, ne? Also finde ich so persönlich. Kann ich das Ding so aufheben? Nee, muss ich natürlich mit Telekinese-Modul machen, ne? Was schiebt rein, die Vogel? Ist er drin? Ja. Machen wir die Tür nicht auf? Die Tür dafür, warte mal. Achso, das geht für die Fahrstelle gewesen, aber. So, Problem erledigt. Müssen wir uns ja nicht. Inventar ist voll, komm, hör auf. Warte mal. Der geht schon. Okay. Impulsprojektile. Kann ich die nicht? Echt, wie voll ist denn mein Inventar? Wir brauchen unbedingt größeres Inventar, Leute. Was sind denn das hier, die wir hier haben? Warte mal. Ach! Ja gut, jetzt habe ich was benutzt. Tolle Brust. Naja. Da liegt auch noch Items rum. Wo soll ich denn? Wie soll ich da rankommen? Ja, schön.
Haben die mit Blut was an die Wand? Kreativ. Aha! Ja. Oh, okay. Hey. Voll nervös. Nervöses Jucken an nervöses Zocken. Ja, das sind dann die Röntgenbilder davon. Schön. Von ihrer Kreativität. Ich bin begeistert. Okay, dann soll ich da rüberkommen und dann soll ich dieses. Warte mal, was sind das? Da kann ich aufschießen, ne? Oh, Alter. Nice. Jetzt geht die Tür auf. Kann man da irgendwas betätigen an dem Ding hier? Ne, gar nichts. Leuchtet nur so aus Spaß rum. Was steht da? Friedel. Ach, ist das spannend. Ich bin immer froh, wenn er irgendwie einen Tritt macht. In einem Vakuum haben Sie nur einen begrenzten Sauerstoffvorrat. Verwenden Sie Luftkanister und Luftstationen, um Ihre Luftanzeige zu füllen. Kann ich eine Kanister nachfüllen? Stand das jetzt irgendwie drauf? Ach, da. Muss ich ja da. Gut, dass wir da so schnell durch die Schwerelosigkeit stampfen können, ne? Springe ich? Ne? Dachte ich. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Aha. Völlig losgelöst. Silo-G-Sprung. Aber die Frage ist, mit welchem Knopf kann ich denn diesen Sprung machen? Steuerung. Grundlegende Steuerung. Sprinten aktivieren, schlagen, Waffenslot hoch und runter, schlagen, schlagen, aufstampfen, sprinten aktivieren, Seitwärtsschritt, bla bla. Zero-G-Sprung. Wir es mal drauf haben wieder. Da sind diese ganzen Steuerdingens. Wir brauchen, der da hinten scheint zu blinken und zu funktionieren. Der hier. Na gut, da nehmen wir noch einer. Was? Bleibt da drinne! Geht doch. Kann nicht so schwer sein, ja mal. Ein Zero-G-Sprung. Ja, alles klar. Und wo kam er? Von da drüben, ne? Müssen wir wieder zur Konsole zurück oder müssen wir hier durch? Ja, hier durch. Ende
Ende der Schwerelosigkeit. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Thermit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mehr kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Okay. Eintritt Schwerelosigkeit. Diese krüppeligen Viecher. Erschrecke ich mich jedes Mal bei. Krieg ich Angst zu. Wie habe ich das nochmal gedreht? Nein, nein. Sekunde der Geschichte? Na egal. Ist schon irre so, ne? Dieses auf den Kopf gestellt und so. Sieht schon echt witzig aus. Okay. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt mal. Credits. Scheiß lasse ich auf gar keinen Fall liegen. Kredites! Ende des Vakuums. Man konnte sich das schon fast erdenken, dass da irgendwie sowas auftaucht, ne? Intensivstation. Annehmen. Ja. Okay. Naja, jetzt muss ich den Scheiß hier wieder zurückziehen hier. Warte mal, wie müssen wir denn jetzt wieder. Müssen wir sogar. Oh Gott! Ich hab mich nicht erschrocken, nein. Meine Fresse, der hier nähert. Tja. Ist das Ding schon wieder kaputt? Warum? Ach da, nee, warte mal, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da längs. Sind wir doch zu weit gelaufen? Schade, dass wir hier nicht reinkommen, ne? Weil da jede Menge Dinge offen sind und eine Werkbank und bestimmt ein Energieknoten, der da auf dem Fußboden liegt. Habe ich Energieknoten jetzt dafür drauf? Denkst du dafür? Doch, hoffentlich hat sich das gelohnt. Sie haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben das gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts gründlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Matthias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Matthias! Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Ja, genau. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Das ist ein Halbleiter Gold, den sollte ich auf gar keinen Fall liegen lassen. Ach, wie navigiere ich denn?
Nein, wie kann ich denn jetzt navigieren? Hä? Check ich nicht. Ach so. Mit Steuerkreuz. Ja, alles klar. Mit welchen denn? Ach so, hier. Was werfe ich denn dafür weg? Hier so ein Motivationsdingens. Nur so ein, dieser Halbleiter könnte, glaube ich, wichtiger sein. Passt der jetzt noch rein? Nein! Okay, ist ja jedenfalls, ne? Hoffen wir mal nicht, dass wir gebissen werden. Zum Teufel! Ich hatte ihn doch in den Kopf abgetreten. Mein Gott, das ist eine Freakshow hier! Okay, lass mal gucken, ob wir das schaffen können. Ich hatte gehofft, dass wir uns irgendwie so ein... Nur das. Kaufen wir das jetzt. Glaube ich. Ja. Rote Waffensymbole bedeuten, dass der Munitionsclip ihrer Waffe näher ist. Ah, okay. Hä? Der eins ist. Ja, aber was ist denn hier mit meiner Waffe? Waffe wechseln. 1, 2, 3. Rote Waffen sind bedeuten, dass der Munitionsclip ihrer Waffe leer ist. Gut, das ist schön. Ah, okay. Und dann mit den Navigationspfeilen? Oder wie läuft das denn? Wie komme ich denn auf die Waffe hin? Ich weiß es nicht. Ah. 50 Schuss. Ja, das klingt doch schon mal super. Dass wir einen Zentimeter weggehen oder so, ne? So, Loch reingesprengt, ist erfolgreich. Haben wir einen Speicherraum? Ja, haben wir einen Speicher. Kinderchen, das war's wieder für heute. Es hat mir wieder mördermäßig Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.